Heute begeben wir uns auf eine faszinierende Reise in die Welt der künstlichen Intelligenz. Ihr kennt sie vielleicht aus Serien und Filmen wie Westworld, einem futuristischen Freizeitpark, in dem sich eine hochentwickelte KI, die in menschenähnlichen Robotern eingebettet ist, weiterentwickelt. Es geht um die zunehmende Selbstbewusstwerdung und Revolte dieser Androiden gegen ihre menschlichen Schöpfenden. Oder Ex Machina. Dort wird ein junger Programmierer von seinem reichen Arbeitgeber eingeladen, um die menschenähnliche künstliche Intelligenz Ava zu testen, wobei sich eine komplexe Beziehung zwischen Mensch und Maschine entfaltet. Oder vielleicht Blade Runner, einer dystopischen Zukunftsversion. Dort jagt ein Spezialagent sogenannte Replikanten, hochentwickelte künstliche Intelligenzen, die menschenähnlich sind und nach einer Rebellion auf der Erde verbannt wurden. Die Idee, dass Maschinen denken, fühlen und handeln können, ist faszinierend und beunruhigend zugleich. Künstliche Intelligenz, oder kurz KI, hat längst nicht mehr nur mit Robotern zu tun, die in Filmen die Hauptrolle spielen. Nein, sie ist längst aus den Filmstudios in unsere Wohnzimmer und Arbeitsplätze gezogen. Von Sprachassistenten, die uns bei alltäglichen Aufgaben unterstützen, bis hin zu fortschrittlichen medizinischen Anwendungen, die genauere Diagnosen ermöglichen. Die Realität von KI ist beeindruckend und vielseitig. Doch während wir die Vorzüge der künstlichen Intelligenz genießen, müssen wir uns auch ihrer Schattenseiten bewusst sein. Wie in Filmen auch, tragen künstliche Intelligenzen Risiken für uns Menschen mit sich. Zwar geht es noch nicht um die Weltherrschaft, sondern um alltägliche Probleme und Strukturen, die auch fest im menschlichen Leben verankert sind. Diskriminierung. In diesem Video werden wir uns mit der Diskriminierung befassen, die durch KI-Systeme ausgeht. Während uns KI in so vielen Belangen unterstützt, scheint sie auch die Architektin von Vorurteilen zu sein. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist das Erlebnis von Joy Boylan-Weny, einer Forscherin am MIT, die an verschiedenen Veranstaltungen feststellte, dass die Gesichter ihrer KollegInnen von einer Gesichtserkennungs-KI erkannt wurden, ihres jedoch nicht. Interessanterweise wurde jedoch das Gesicht einer weißen Maske erkannt. Sie entdeckte später, dass auch Gesichtserkennungssysteme von Unternehmen wie IBM und Microsoft geschlechter- und herkunftsspezifische Diskriminierung aufweisen. Die Forscherin, Künstlerin und Aktivistin für Ethik in der künstlichen Intelligenz ist Mitbegründerin der Algorithmic Justice League, einer Organisation, die sich für die Beseitigung von Voreingenommenheit und Diskriminierung in KI-Systemen einsetzt. Auch Apple machte 2019 schlechte Schlagzeilen, als David Heinemeier Hansen sich auf Twitter beschwerte, dass obwohl seine Ehefrau Jamie Hansen eine bessere Kreditwürdigkeit und andere positive Faktoren hatte, ihr Antrag auf Erhöhung des Kreditlimits abgelehnt wurde. Hansen, ein Softwareentwickler, fragte sich, wie ein Kreditlimit von ihm 20 Mal höher sein könne und bezeichnete die Apple Card als ein sexistisches Programm. Seine Frau und er haben immer gemeinsame Steuererklärungen abgegeben und sind schon lange verheiratet, schrieb Hansen. In den USA verwenden RichterInnen und BewährungshelferInnen zunehmend Algorithmen wie COMPASS, Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. Diese werden dazu verwendet, das Rückfallrisiko von StraftäterInnen zu bewerten. Verschiedene Faktoren wie kriminelle Vorgeschichte, soziale Umstände und persönliche Merkmale werden berücksichtigt, um eine Einschätzung darüber abzugeben, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Person nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis erneut straffällig wird. Analysen von ProPublica, einer unabhängigen gemeinnützigen Nachrichtenorganisation in den USA, zeigte bei schwarzen Angeklagten eine höhere Fehlerrate, indem sie fälschlicherweise häufiger als risikoreicher eingestuft wurden, während weiße Angeklagte eher fälschlicherweise als geringeres Risiko klassifiziert wurden. Um zu verstehen, wie es zur Diskriminierung durch KI-Systeme kommen kann, ist es wichtig zu wissen, wie solche Systeme funktionieren. Im Kern ist die KI die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Intelligenz nachzuahmen. Das soll gelingen durch ein Zusammenspiel von Algorithmen, maschinellem Lernen, neuronalen Netzen und Deep Learning. KI ist im Grunde ein Algorithmus, also ein Computercode. Ein Algorithmus wiederum ist eine präzise definierte Abfolge von Anweisungen, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Diese Anweisungen werden in einer klar definierten Reihenfolge ausgeführt, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Es gibt die sogenannte schwache KI. Das ist die künstliche Intelligenz, die auf ein Gebiet spezialisiert ist. Zum Beispiel
die 1997 den amtierenden Schachweltmeister Schachmatt setzte. Machine Learning ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, das Computern ermöglicht, aus Daten zu lernen und Entscheidungen zu treffen, ohne explizit vorher dafür programmiert worden zu sein. Zum Beispiel das Empfehlungssystem wie das von Netflix, das anhand des Nutzverhaltens automatisch personalisierte Film- oder Serienvorschläge macht. Richtig intelligent wird es erst, wenn die sogenannte starke KI erreicht ist, also eine KI, die über die gleichen intellektuellen Fähigkeiten verfügt wie ein Mensch. Der entscheidende Unterschied zwischen schwacher und starker KI ist, eine schwache KI, die zum Beispiel für die Spracherkennung entwickelt wird, kann ihre Schlüsse nicht auf einen anderen Bereich übertragen. Eine starke KI könnte das. Diese gibt es bis jetzt aber noch nicht. Und dann gibt es noch die künstliche Superintelligenz. Eine KI, die in jeder Hinsicht intelligenter ist als der Mensch. Die spannende Frage ist, wie könnte aus einer schwachen KI eine starke werden? Indem man im ersten Schritt imitiert, wie unser Gehirn lernt. Und das mit künstlichen neuronalen Netzwerken. Diese künstlichen Neuronen sind miteinander über Schichten verbunden und müssen lernen, zum Beispiel auf Bildern Menschen zu erkennen. Dafür wird das Netzwerk mit wahnsinnig vielen Bildern von Menschen trainiert. In der Lernphase wird dem Netzwerk zurückgemeldet, ob es ein Bild richtig erkannt hat oder nicht. Je nach Rückmeldung verändert das Netzwerk die Verbindung zwischen den Neuronen. Die, die zum richtigen Ergebnis geführt haben, werden stärker. Die, die zum falschen Ergebnis geführt haben, schwächer. Nach vielen Versuchen wird das Netzwerk zum intelligenten neuronalen Netzwerk, das sich eigenständig weiter optimiert. Dieses nennt man Deep Learning. Deep Learning ist eine spezielle Methode des Machine Learning, die auf künstlichen neuronalen Netzwerken basiert, die aus vielen Schichten von Neuronen bestehen. Diese Netzwerke können große Mengen von Daten verarbeiten und komplexe Muster und Beziehungen zwischen den Daten erlernen, ohne dass die Merkmale manuell extrahiert werden müssen. Eingesetzt wird es beispielsweise in der Bild- oder Spracherkennung. KI-Systeme können große Datenmengen analysieren, Muster erkennen und selbstständig Entscheidungen treffen, schneller und effizienter als Menschen und in der Theorie auch objektiver. Doch diese Systeme werden mit Datensets trainiert, die vom Menschen selbst erstellt wurden, und diese Daten können Vorurteile oder Verzerrungen aufweisen. Wenn beispielsweise eine Bilderkennungs-KI hauptsächlich mit Bildern einer bestimmten Bevölkerungsgruppe trainiert wird, kann es für das System schwierig sein, Personen einer anderen Gruppe genau zu identifizieren, was zu diskriminierenden Ergebnissen führen kann. Joy Boulamwini wurde möglicherweise nicht erkannt, weil das System hauptsächlich mit Bildern von weißen Personen trainiert wurde. Die Tatsache, dass Jamie Hansen und viele weitere Frauen von der Apple Card entweder gar keine oder nur geringe Kreditlimits erhielten, könnte darauf zurückzuführen sein, dass Apple hauptsächlich Informationen über Männer mit höheren Einkommen und finanzieller Stabilität als Frauen für ihre KI nutzt. Schließlich werden schwarze Personen von Compass als risikoreicher wahrgenommen als weiße, was auf historisch geprägte Daten zurückzuführen sein könnte, die schwarze Personen überproportional mit Kriminalität in Verbindung bringt. Diese Daten könnten bereits durch rassistische Praktiken beeinflusst worden sein, beispielsweise wenn schwarze Personen aufgrund von Vorurteilen häufiger festgenommen wurden. Da Compass auch das soziale Umfeld und den Wohnort berücksichtigt und schwarze Gemeinschaften oft von struktureller Armut, sozialer Ungerechtigkeit und einem Mangel an Ressourcen betroffen sind, könnte dies zu einem erhöhten Kontakt mit dem Strafrechtssystem führen. Neben diesen offensichtlichen Gründen für Diskriminierung durch KI-Systeme kann Bias auch dadurch entstehen, dass KI-Systeme teilweise so komplex sind, dass selbst ihre EntwicklerInnen den Entscheidungsprozess nicht vollständig nachvollziehen können. Um eine Verbesserung zu erzielen, ist es wichtig, dass die Trainingsdatensätze ein breites Spektrum der menschlichen Vielfalt widerspiegeln und für alle Bevölkerungsgruppen repräsentativ sind. Darüber hinaus ist Transparenz von größter Bedeutung. KI-Systeme sollten überprüfbar sein und klare Erklärungen darüber liefern, wie Entscheidungen getroffen werden, um falsche Vorhersagen zeitnah zu erkennen und zu korrigieren.
KI erleichtert vieles, aber leider auch Diskriminierung. So schätzt Ferda Ataman, die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, das Potenzial von künstlicher Intelligenz ein. Sie hat in Berlin ein von ihr beauftragtes Gutachten vorgestellt. Ziel ist es, Menschen besser vor möglichen Benachteiligungen durch KI zu schützen. So können sich Menschen, die befürchten, durch KI benachteiligt worden zu sein, mit Beweisen an die Antidiskriminierungsstelle wenden. Auch die EU hat sich auf Regeln für KI geeinigt. Das sogenannte AI Act soll das erste KI-Gesetz sein. Diese Regeln sollen die Qualität der Daten für Algorithmen sicherstellen und Forschende müssen künftig eine detaillierte Zusammenfassung der Inhalte bereitstellen, die sie zum Trainieren ihrer Modelle benutzt haben, unter anderem um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. Insbesondere sollen risikoreiche Anwendungen wie in kritischer Infrastruktur oder Sicherheitsbehörden streng kontrolliert werden, um Diskriminierung durch KI zu verhindern. Das Gesetz verbietet Social Scoring-Modelle, das wahllose Sammeln von Gesichtsbildern und die Verwendung von sensiblen persönlichen Daten. Die Echtzeit-Gesichtserkennung im öffentlichen Raum ist verboten, außer in Ausnahmefällen. Die Kennzeichnung von mit KI erzeugten Inhalten wird ebenfalls gefordert. Die EU versucht so, die Risiken einzudämmen und die Chancen von KI zu fördern, während eine neue Behörde die Umsetzung und Anpassung des Gesetzes überwacht. Mithilfe von KI wird zunehmend entschieden, ob wir kreditwürdig sind, welchen Preis wir beim Online-Shopping bezahlen, welche Werbung uns angezeigt wird, welche Musik uns vorgeschlagen wird oder sogar, ob wir zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. KI-Systeme haben das Potenzial, unsere Leben zu revolutionieren, bergen jedoch auch das Risiko, Vorurteile zu verfestigen und zu verschärfen. Daher liegt es in unserer Verantwortung, sicherzustellen, dass diese Systeme ethisch genutzt werden und Fairness sowie Gleichheit gefördert werden. Um das zu gewährleisten, ist es wichtig, Folgendes zu beachten. Wer programmiert, ist wichtig. Ein inklusives und vielfältiges Team kann verschiedene Perspektiven einbeziehen und sicherstellen, dass potenzielle Voreingenommenheiten und Diskriminierungen erkannt, aber auch vermieden werden. Was wir programmieren, ist wichtig. Wird Fairness in der Entwicklung von Programmen überhaupt berücksichtigt? Und warum wir programmieren, spielt eine Rolle. Computersysteme wurden genutzt, um Wohlstand zu schaffen. Nun haben wir die Möglichkeit, noch mehr Gleichheit zu schaffen. Es ist wichtig, die Herausforderungen im Zusammenhang mit KI anzugehen. Insbesondere die Diskriminierung in bestehenden Systemen zu erkennen und zu verbessern. Dazu gehört eine sorgfältige Analyse und die Nutzung von Tools zur Identifizierung und zur Korrektur von Ungerechtigkeiten in den Datensets. Neue inklusive Trainingssets sollten erstellt werden, um die Vielfalt der menschlichen Bevölkerung besser abzubilden und KI-Systemen zu ermöglichen, fairere Ergebnisse zu erzielen. Zusätzlich sind weitere gesetzliche Rahmenbedingungen wie der AI Act erforderlich, um weiter Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten und Diskriminierung oder Ausbeutung zu verhindern. Es sollten klare Standards für den Einsatz von KI festgelegt und durchsetzbare Mechanismen zur Überwachung eingeführt werden. Gemäß der Definition von künstlicher Intelligenz als Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren, wird deutlich, dass KI-Systeme menschliches Denken und Verhalten als Modell nehmen. Dies wirft die komplexe Frage auf: Kann ein KI-System, das menschliche Vorurteile als Grundlage hat, wirklich frei von Vorurteilen sein? Wenn ja, dann ist es höchste Zeit, dass auch die Menschheit soziale Ungerechtigkeit, strukturelle Diskriminierung und Hass aus unserer Welt verbannt und mit KI in eine Zukunft des Wohlstandes, Fairness und Inklusion voranschreitet.